Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt vielleicht schon gesehen, ich bin gerade bei einem Fahrradladen. Und zwar nicht bei irgendeinem Fahrradladen, sondern bei einem ganz besonderen Fahrradladen. Aber ja, ich bringe heute meinen Talk hier in Service und ja, muss euch heute hier so ein paar Sachen erzählen und vorstellen. Ich nehme euch mal mit. Viel Spaß bei diesem Video. So, wir sind nämlich heute bei der MTB Zone Spree. Und hier haben wir auch schon den André am Start. Hi Daniel, grüß dich. Ja. Der André, der hat mir bei Instagram geschrieben und ja, so haben wir uns kennengelernt. Und er zeigt uns jetzt erstmal so grob einmal den Laden. Bei uns im Laden, im Store. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz hier vorne an. Bei den günstigsten Rädern wahrscheinlich im Store. Ne? Ja. Was haben wir hier so? Wir haben hier Bergamont, Bulls-Räder für den allgemeinen Kunden, Kinderräder, Jugendliche, die gerade anfangen, die mit den Rädern zur Schule fahren, aber kein typisches Trekkingrad wollen, sondern eher ein MTB wollen, weil ich denke mal mit 12, 13 möchtest du nicht unbedingt ein Rad haben mit Gepäckträger, Schutzblechen. Ja genau, kennen wir alle. Wir fanden das alle früher cooler, ein Mountainbike zu fahren, statt irgendwie Straßenrad. Roadie-Bike. Genau. Genau. Mug-Off, natürlich auch ganz wichtig, vor allem gerade in der Wintersaison. Ne? Ja, ganz, ganz wichtig. Also Mug-Off haben wir neu dazugenommen, wo wir den Store jetzt eröffnet hatten und sind selber alle sehr begeistert von den Produkten, nutzen die auch privat. Also wir haben bis jetzt noch nie was Besseres gehabt eigentlich. Ja, ich habe auch tatsächlich alles einfach nur von Mug-Off, weil die Produkte so gut riechen. Ja, ne? Ist halt ein Merkmal von Mug-Off, ne? Ja. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen in den spannenderen Bereich für euch wahrscheinlich. Und zwar, ja, jetzt geht's an die Fullies, MTBs, ein paar Hardtails stehen auch noch dazwischen. Aber ja, auch so ein paar Marken, die euch mehr interessieren. Ja, ich denke mal, Ghost ist jetzt mittlerweile allen ein Begriff, seitdem der Corby nämlich für Ghost fährt. Ich habe gerade schon den Katalog durchgeguckt mit dem Chef zusammen und die neuen Ghost Raider mir angeguckt. Und da ist der Corby überall im Katalog. Und hier haben wir auch ziemlich, ziemlich viele Ghost Raider am Start, richtig? Ja, hier haben wir einige, angefangen mit dem Hardtail, Carbon-Variante. CX-Bike, ein ganz klassisches, was halt auch viel bei den CX-Rennen genutzt wird. Und dann geht es halt weiter in wirklich die Enduro-Bereich, in den Riot-Modellen. Einmal für den Bikepark, vorne 170, hinten 160 mm. Das sieht man ja super, super viel mittlerweile in den Parks, das Riot. Ja, es wird halt viel genutzt. Es funktioniert auch einfach gut. Ne? Also ja, und Preis-Leistung. Preis-Leistung stimmt. Ist also echt super Bike für den Preis, den man da zahlt. Vorne haben wir halt noch die Katos stehen als Fullies, die etwas günstigeren, gerade für junge Leute oder auch ältere Leute, die gerade anfangen in dem Bereich einzusteigen, die jetzt noch nicht so die großen Jumps machen, aber trotzdem sich mal ein bisschen ranwagen möchten, Trails fahren mit kleinen Drops, sind die Katos eigentlich auch ein super Einsteigerbike für die Preis-Leistung, die man da hat. Also im Endeffekt habt ihr auf jeden Fall für Einsteiger immer was da. Für ja, schon die ambitionierteren Mountainbiker habt ihr immer was da. Was habt ihr denn für die ja, so Leute wie dich und mich, die jetzt schon 2 Jahre Fahrrad fahren oder du fährst schon ewig, ne? Ja, ich fahre schon über 20 Jahre. Über 20 Jahre Mountainbike. Also, das heißt, er weiß auf jeden Fall auch, wovon er redet. Was habt ihr da hier? Also ich sehe schon da ein sehr, sehr schönes Downhill-Bike stehen. 27,5 Zoll Downhill-Variante. Haben wir einfach mal ein Rad reingestellt, damit wir auch zeigen können, hör mal, wir kommen auch an Downhill-Räder dran, wir bieten sowas an, wenn Leute da Interesse dran haben. Dann haben wir natürlich hier das Obeya Rise, was natürlich im letzten und vorletzten Jahr alles abgeräumt hat, von den Testen her. In der Carbon-Variante
mit dem Factory-Fahrwerk in der Top-Ausstattung. Und vor allem Top-Ausstattung für 8.299 Euro. Auch nicht so ultra, ultra teuer, Obea. Ich denke, ich werde demnächst auch mal ein Obea-Probe fahren, aber das dauert noch ein bisschen. Denn ihr bekommt ja eine Testbike-Flotte auch, ne? Richtig, wir kriegen jetzt demnächst eine Testbike-Flotte, die Räder sind schon bestellt. Warten wir drauf und dann kann man sich auch direkt über die Obea-Seite oder sich bei uns melden, wenn man da Bock drauf hat, sich so ein Rad mal auszuleihen über das Wochenende, sogar für eine Woche. Mhm. Also wir machen da verschiedene Angebote fertig. Cool. Damit man die Dinger einfach mal testen kann. Und wenn man sich dann wirklich entscheidet, auch bei uns ein Obea zu kaufen, würde man sogar das Geld erstattet bekommen auf das neue Rad. Ah, krass. Ja. Ja, also in Zukunft, Leute, wenn ihr einen Obea sucht, seid ihr hier auf jeden Fall gut aufgehoben, denn dann kauft ihr auch nicht die Katze im Sack. Ich sage ja sehr oft in den Videos, wie wichtig es ist, dass man Radprobe fährt und nicht einfach blind im Internet bestellt, so wie ich es gemacht habe, denn im Endeffekt kauft man dann doppelt. Ne? Ja, wenn man Pech hat schon. So, jetzt haben wir gesehen, wir haben hier Ghost, Bulls-Räder vorne, NS-Bikes, Obea. Was für Marken kriegen wir denn überhaupt bei euch? Lapierre haben wir noch mit im Programm. Highbike ist ein großes Thema, was wir mit drin haben. Und vielleicht kommt noch die eine oder andere Marke dazu, aber da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten, weil da sind wir gerade in den Verhandlungen. Ja, dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich weiß schon, welche Marken in der Verhandlung stehen, aber das ist noch geheim. Genau. Aber ich denke mal mit Ghost, Obea, Highbike und allem von NS sind wir ja auch hier eigentlich schon gut aufgestellt. Ne? Ja, Comanche Bikes haben wir die Möglichkeit auch zu bestellen. Ja. Also die haben wir auch schon mit drin. Haben wir jetzt momentan leider kein Bike ausstehen, aber da kommt jetzt demnächst auch noch was. Die haben ja auch ein schickes neues Downhill da rausgebracht. Ja. Ne? Ich weiß übrigens, einer hier im Laden hat das nämlich auch schon bestellt. Direkt. So, dann aber abgesehen von Fahrrädern gibt es natürlich auch noch jede Menge Zubehör. Und ich habe mir sagen lassen, ihr habt auch eigentlich alles an Ersatzteilen. Immer hier. Ja, ne? Wir haben eigentlich alles an Ersatzteilen vorrätig, zumindest das Gängigste. Es kann natürlich mal sein, dass das eine oder andere, weil es nicht lieferbar ist, was uns die letzten zwei Jahre natürlich an die Situation gezeigt hat, durch Corona und den Lieferengpässen, dass das mal vorkommen kann, dass man ein bisschen länger warten muss. Aber grundsätzlich haben wir eigentlich alles vorrätig lagernd. Ja. Ja, und auch eine ziemlich große Werkstatt. Die zeigen wir euch aber in einem extra Video, weil das würde sonst echt den Rahmen heute hier sprengen. Ja, also hier habt ihr dann noch so eine kleine Abteilung mit Klamotten. Alles, was ihr braucht, Helme und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja zum Beispiel von anderen Läden. Da habt ihr dann gerne mal so eine Gravity-Abteilung. Da hängen dann 5 Helme und, weiß nicht, 2 Trikots und dann war's das. Hier habt ihr halt wirklich, wirklich viel Auswahl und das liegt daran, dass es hier 2 Läden gibt. Ne? Genau. Einmal einen Mountainbike-Store, in dem wir gerade stehen, und einen für, wie sagt man, Trekkingräder. Tracking, Gravelbikes, Tiefeinsteiger. Ja. Genau. Genau, und das Ganze ist sozusagen getrennt. Das heißt, hier die Mountainbike-Affinen, ihr habt hier eure, euer entspanntes Terrain und die Leute, die andere Bikes suchen, gehen hinten rüber. Eigentlich eine richtig coole Sache und bietet dann halt auch den Vorteil, dass hier halt wirklich ausschließlich Mountainbikes stehen. Ne? Ja, zwar in jeder Preisklasse, ja. Alles ist abgedeckt irgendwie, aber man hat reine Mountainbikes hier. Also hier findet man kein Rad, wo ein Gepäckträger oder ein Schutzblech fest verbaut ist. Das war uns sehr wichtig, dass wir das so ein bisschen teilen, trennen. Genau, hier haben wir jetzt noch kurz die Abteilung, so Zubehör, ne? Genau, Zubehör. Lenker, Multitools. Crank Brothers, Pedalen, jede Menge am Start. Trinkflaschen, Fitlock-Trinkflaschen. Müsste ich eigentlich noch eine mitnehmen. Ich habe jetzt nämlich eine Fitlock-Halterung am Kinevo. Ja, und Reifen finde ich auch ziemlich, ziemlich cool, dass hier nicht nur Maxxis-Reifen oder Schwalbe-Reifen sind, sondern wir haben wirklich alles an Reifen. Wir haben Conti, Michelin sogar und alles, was zum Thema Bremsen dazu gehört. Aber Bremsen kommt ja auch noch mehr, ne? Genau, Bremsen kommt noch einiges. Wir haben aber auch alles gängiger an Magura und Shimano Bremsen lagernd. Die haben wir jetzt nicht hier ausgestellt, weil das halt Teile für uns sind, die wir eigentlich grundsätzlich immer auf Lager haben. Also wer eine neue MT5 braucht oder MT7, immer im Lager. Das war der Laden. Ihr könnt auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Link unten in der Videobeschreibung.
Instagram-Kanal auch werde ich auch verlinken und ihr werdet in Zukunft auf dem Instagram-Kanal von mir auch eine Verlinkung zu dem Instagram-Kanal vom Shop finden, denn wir haben jetzt gemeinsam eine Partnerschaft und dazu erzählen wir euch jetzt gleich mehr. So, wir haben uns ein bisschen gemütlich gemacht in der Lounge. Die habe ich euch ja eben schon im Video kurz gezeigt. Ich möchte euch einfach nur kurz erzählen, wie das Ganze ja, zustande gekommen ist und vor allem, wie das Ganze aussieht. Weil es gibt ja viele, viele YouTuber, Influencer, ich sage das nicht immer so gerne da draußen, die jetzt ja, Sponsorings bekommen und hier Sachen, dort Sachen bekommen. Ja, ich hatte natürlich auch schon die eine oder andere Anfrage, allerdings kam das dann nicht zustande, weil ja, mir das einfach ja, nicht so viel gebracht hätte. Ich finde, ich habe nicht so viel davon, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, im Monat für 100 Euro Klamotten einkaufen kann oder was weiß ich, was da alles für Deals gibt. Und was mir hier angeboten wurde, ist sozusagen eine richtige Partnerschaft. Das heißt, es bedeutet, wir helfen uns letztendlich nur gegenseitig. Das bedeutet, ich mache Content, dadurch ist der Laden ein bisschen bekannter. Der ist ja auch jetzt erst seit September, richtig? Seit November sogar erst. Seit November ist der jetzt erst offen. Relativ frisch. Da gibt es auch am 14.04., ist das richtig? 15.04. blende ich euch nochmal hier ein. Gibt es ein fettes Opening. Seid ihr alle herzlich eingeladen. Könnt ihr vorbeikommen. Makov ist da. Makov, Ghost. Ghost, Highbike meine ich auch, ne? Highbike wird da vorbeikommen und Crank Brothers. Und Crank Brothers. Ja. Das heißt, es wird einen großen, und der Laden ist natürlich auch auf, es wird ein großes Opening geben, könnt ihr gerne vorbeikommen, so wie so eine kleine Messe kann man sich fast vorstellen. Kleine Messe, ne? Genau, wo man einfach verschiedene Räder mal testfahren kann, sich die Produkte mal anschauen kann. Man hat sogar eine Bike-Station vom Makov vorne aufgebaut, also die Leute, die mit ihrem eigenen Rad kommen, können auch ihr Rad da einmal sauber machen lassen, selbst mal testen, wie sind die Produkte, wie verhält sich das. Cool, da werden wir auf jeden Fall auch am Start sein, das heißt, da nehmen wir euch natürlich mit. Aber wenn ihr selber da sein wollt, schaut einfach vorbei. Aber zum Thema Partnerschaft zurück. Mir war wichtig, dass ich euch da draußen letztendlich mehr Content liefern kann. Das bedeutet, mehr Möglichkeiten, Videos zu machen. Und ja, das wurde dann nach einem kleinen Kennenlernen eigentlich ziemlich deutlich, dass das hier möglich ist und hier die Jungs eigentlich für alles offen sind. Ne? Also. Ja, dadurch, dass wir auch relativ ein junges Team sind, die das hier aufgebaut haben, sind wir eigentlich dafür, jede Spezies zu haben. Und dadurch, dass fast die ganze Firma selber Mountainbike-affin ist und Mountainbike fährt vor allem, sind wir da für neue Ideen offen. Ja, also ich fand es einfach mega cool, als ich hier reinkam schon. Ihr habt den Laden ja gesehen. Das macht schon Eindruck, finde ich immer ziemlich, ziemlich cool. Ja, mir ist einfach wichtig, dass ich mehr Möglichkeiten habe, euch guten Content zu liefern. Natürlich ist das neben dann, dass man ein paar Produkte zwischendurch bekommt und auch testen darf und so weiter. Das ist alles cool, aber ja, mehr Content rauszuhauen für euch. Ja, stand bei mir auf jeden Fall so an oberster Stelle und ist natürlich auch für den Shop dann cool, weil dadurch lernen mehr Leute den Shop kennen und das war sofort auf einer ja, sehr, sehr freundschaftlichen, entspannten Ebene hier. Und dann dachte ich so, hey, mit denen können wir auf jeden Fall safe zusammenarbeiten. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein Sponsoring-Ding, ich bekomme Produkte X gestellt und macht dazu dann Reviews oder so und muss immer sagen, wie toll das alles ist? Nein, überhaupt nicht. Also wenn du da auch eigene Ideen hast, du kannst uns da immer ansprechen, zu uns kommen, hör mal, dat und dat. Also wir sind dafür alles offen. Wir wollen das halt mit dir zusammen irgendwie aufbauen, dat es für uns beide schick ist. Ja, mega, mega cool. Und selbst jetzt direkt am Anfang so, wir haben ja eigentlich gerade noch nichts gestartet, habe ich euch erstmal direkt mein Bike aufs Auge gedrückt. Ja. weil es gerade halt anfiel und ich habe dann so dem André geschrieben und sagte, hey, ja kein Problem, bring einfach mit. So, und das finde ich halt mega easy, mega cool. Verstehe mich auch mit den Leuten hier super. Das heißt, ich glaube, bin mir sicher, wenn ihr hier vorbeikommt, werdet ihr euch auch wohlfühlen. Also, ich bin gespannt, was in Zukunft noch kommt. Wenn ihr gerne vorbeischauen wollt, merkt euch den 15.04. Da werde ich auch auf jeden Fall am Start sein. Und dann schauen wir uns gemeinsam den Laden an. Gerne doch. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Demnächst mehr Videos hier aus dem Shop oder mit Bikes aus dem Shop oder Produkten. Wir werden sehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.